Es ist stürmisch in den Treibsanden, die Winde der Magie fegen hier über die korrumpierten Lande hinweg. Und wir werden über diese Oxyotl-Armeen hinwegziehen, aber erst in der nächsten Runde. Genauso werden wir in der nächsten Runde dann Khemri hier einnehmen mit Manfred von Karstein. Aber hier gibt es erstmal eine weitere Bedrohung bei Karak'Zorn, denn Echuan, eine sehr stark angeschlagene, schwache Armee der Echsenmenschen, will hier Karak'Zorn einnehmen und unsere Garnison hier ist leider noch sehr angeschlagen, sodass er das auch schaffen könnte. Und die Garnison, die wir gerade hier bauen, die ist erst in 3 Runden fertig. Deswegen könnten wir uns überlegen, ob wir hier zumindest Roderick Hellstein einmal reinholen für ein paar Runden und der hier nochmal ein paar Tote erweckt, damit wir hier, ja, vielleicht das durchhalten, bis hier ein wenig die Garnison wieder zu Kräften gekommen ist und dann sollte Echuan hier auch gar kein Problem mehr für uns darstellen. Und dann gehen wir jetzt wirklich die Runde weiter und schauen uns an, was die Feinde so für uns parat haben. Und ihr kriegt wieder einen kleinen Schnitt. Ihr braucht ja hier nicht sehen, wie das Ganze hier lädt. Und da hat sich Ratok bei uns vorbeigeschlichen und hat es doch noch zu Bagar geschafft. Wir haben ja versucht, so ein bisschen in die Nähe zu gehen, damit er vielleicht ein bisschen gehindert wird daran, damit er sich es vielleicht auch gar nicht traut. Aber er hat es sich getraut. Greift nicht uns an, sondern Bagar nimmt es sogar ein. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir an dieser Stelle eine Region, eine wichtige Zielregion wieder verloren haben, aber wir können das gleich sofort wieder einnehmen. Und genauso müssen wir hier einmal wieder die Karte einnorden. Und den Krieg mit Bordeaux wollen wir natürlich immer noch nicht eingehen. Unser Verbündete, Arkan der Schwarze, mittlerweile Stärke Rang 5. Das ist richtig, richtig stark, richtig gut. Und wir werden hier Ratok gleich noch überrennen mit Dan Wallace von Karstein. Das wird richtig gut werden. Naja, wahrscheinlich werden wir auch ein, zwei Runden belagern. Aber dann können wir uns Bagar zurückholen, holen wir uns Antoch. Dann sieht wieder alles richtig gut aus. Und wir haben auch gerade gesehen, dass nicht der Angriff kam auf Karak'Zorn. Das heißt, dass die Zwerge an dieser Stelle, ja, die Zwergenstadt weiterhin vorhanden bleibt, aber schaut euch das mal an. Die haben doch angegriffen und belagern nur. Ja, dann müssen wir ausfallen, weil wir jetzt natürlich gut Verschleiß bekommen haben, schon dadurch, dass wir jetzt pleite sind. Ja, das ist hier durch Bagar passiert leider. Und wir müssen uns einmal kurz anschauen, was haben wir denn hier an Armeen? Die Armee ist schon ziemlich stark, in der Belagerung ist das schon ziemlich heftig. Antoch könnten wir wiederum sofort einnehmen und somit hier die Einkommenslücke schließen, deswegen machen wir das. Entscheidender Sieg. Und uns würde hier eine Einheit jetzt verloren gehen. Und deswegen sollten wir das spielen, ausnahmsweise sollten wir das jetzt selber spielen. Warum? Weil noch eine große Armee in Bagar steht, die uns wirklich große Schwierigkeiten bereiten kann. Und wenn wir das hier jetzt nicht in Ordnung, in Ruhe spielen, wenn wir jetzt hier zu viele Verluste erleiden, wie es ja die automatische Berechnung leider für uns vorsehen möchte, dann hätten wir hier das ganz, ganz große Problem, dass wir hier wahrscheinlich nicht stark genug wären, um dann Antoch im Nachhinein zu verteidigen. Deswegen müssen wir das selber spielen und wir werden uns gleich natürlich auch aus Karak'Zorn rausstürzen auf den feindlichen General. Und dann hat sich das wahrscheinlich auch schon erledigt. Ich glaube, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Und hier starten wir mal die Aufstellung. Wir haben Dan Wallace von Karstein hier. Und werden von zwei Seiten agieren, glaube ich. Also wir gehen hier schon mal rein und stellen die Verfluchten mit Schäden vorne hin, damit die hier Geschosse ganz gut rausnehmen können. Hier kommen einmal Verfluchte mit rein mit Zweihandwaffen und einmal Gespenster. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. Und dann haben wir hier auch einen Morteschrein, einmal links und einmal rechts. Das sollte soweit funktionieren. Der Vargulf kommt rechts rein. Die Königstein-Wiedergänger kommen links mit vorne rein. Dann haben wir noch Musketenschützen, die kommen in die Mitte, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das sollte eigentlich funktionieren.
Warum kommen die in die Mitte? Natürlich, weil sie hier sonst Eigenbeschuss machen würden. Und die Vargeis, die Flederbestie und Dan Wallace, die werden hier von der Seite mal ein bisschen Stress machen, damit sich auch die Armee des Feindes ein bisschen splittet. Und dieser Eingriffstrupp kann dann hier auch die Verstärkungseinheiten sehr gut rausnehmen und die quasi unschädlich machen. Das wird sehr gut sein. Dann haben wir noch die Blutritter. Die stellen wir mal hier hin. Und ihr seid Steuergruppe 3. Der Flugeingriffstrupp ist Steuergruppe 2. Kevin von Leutstein geht hier mit rein. Und ihr alle seid Steuergruppe 1, werdet euch aber gleich gesondert bewegen. Und zwar jetzt, indem wir euch hier hinschicken, indem wir euch hier reinschicken. Und ihr versucht mal hier auf die Skin-Kohorte zu schießen, wenn es denn geht. Ja, und das funktioniert. Du gehst mal hier hinten lang und dann gucken wir uns einmal die Flugstaffel an. Die kann hier hinten lang gehen. Und mal schauen, was wir hier noch so hinten drin finden. Ja, die Feinde scheinen sich gut hier committed zu haben auf eine Seite. Das ist für ihn gut. Für uns ist das relativ egal. Denn wir werden ihn auch so vernichten. Gehen hier nochmal rüber und werden jetzt hier in den Angriff reingehen und werden auch hier in den Angriff reingehen. In die direkte Konfrontation mit dem Feind. Beziehungsweise auch gerne hier rein, um hier zumindest schon mal, ja, den Turm hier zu zerstören. Das ist eigentlich okay. Wenn die Musketenschützen hier hochgehen, wäre das ganz gut, wenn nicht Dan Wallace, sondern Kevin von Leutstein hier mit hinkommt. Dan Wallace bleibt natürlich hier hinten. Und wenn hier keine Feinde sind, doch, hier sind Feinde. Die können wir uns einmal kurz holen, aber wenn hier keine größeren Feinde mehr sind, könnten wir uns auch gleich schon auf die Verstärkungseinheiten hier stürzen, die ja gleich mit dazu stoßen sollten. So, ihr geht einfach mal alle darauf. Wir haben hier nochmal Feinde von hinten. Die sind aber schon am Wanken, das ist für uns alles in Ordnung. Die Musketenschützen gehen weiter rein, werden gut beschützt hier an der Stelle. Und ihr könnt euch mal das hier holen und die Blutritter gehen mal weiter hier rauf. Ne, auf die wilden Kampfechsen hier hinten, das ist doch noch besser. Das ist doch noch besser. Und hier sind wir auch schön im, ja, in der Konfrontation mit unseren fliegenden Einheiten. Das funktioniert richtig gut und jetzt kommt hier hinten die Verstärkung. Und die werden wir uns jetzt mit den fliegenden Einheiten auch rausnehmen. Die Skin-Kohorte hat ganz gut Schaden gemacht auf unserem Wargulf. Sollte aber alles kein Problem sein, wenn wir uns hier gleich gut aufstellen. Und die Kampfechsen sind an dieser Stelle auch entsprechend zerstört. Die fliegenden Einheiten gehen mal weiter. Und kümmern sich hier mal um die Verstärkungseinheiten. Dan Wallace kann natürlich noch richtig viel zaubern. Haben wir natürlich noch nicht gebraucht jetzt. Und da wäre der Wargulf eine gute Option, aber der Wargulf bleibt jetzt hier einfach mal beim Morteschrein. Und dann heilt er sich so oder so und auch die Blutritter gehen wir hier mit hin. Ich glaube, das ist okay. Und dann gehen wir jetzt mit den fliegenden Einheiten hier auf die Verstärkungsarmee. Das sind auch die einzigen, die uns noch in irgendeiner Weise hier Probleme bereiten können. Ihr könnt hier mal gemeinsam auf diese Skin-Kohorte losgehen. Die Gespenster können hier vielleicht nochmal folgen und dann sollte es alles gar kein Problem sein. Oxyote natürlich gut getarnt, aber er hat natürlich auch noch ein bisschen anderen Kram dabei, den wir gleich hoffentlich erspähen können. Dann sehen wir vielleicht auch, wo er ist. Und ja, Wargulf heilt sich wieder gut hoch hier beim Morteschrein. Hier sind nochmal Kampfechsen. Darum können sich hier die Blutritter gut kümmern. Alles perfekt, alles gut. Und die werden hier verfolgt. Ja, sieht alles ganz gut aus und hier ist Oxyotl. Und ihr geht mal alle runter auf die Kampfechsen, außer Dan Wallace von Karstein. Der sucht sich nämlich jetzt Oxyotl höchst selbst raus. Und hier unten ist er auch. Also wir buffen mal unsere Einheiten. Die buffen die feindlichen Einheiten. Hauen mal ein bisschen Zombies bei Oxyotl mit rein. Damit wir ihn auch definitiv die ganze Zeit im Auge behalten können.
Und dann wird er hier auch einmal von uns rausgenommen. Wir buffen uns einmal selbst. Und dann sollte das alles gar kein Problem sein. Heilen uns auch einmal selber. Und dann ist hier Oxyote, der feindliche, legendäre Lord, richtig schnell rausgeholt. Denn Dan Wallace kann zumindest auch ein bisschen was. Das hat er jetzt schon häufig unter Beweis gestellt. Und das zeigt er jetzt auch nochmal. Nochmal Nahkampfangriffswerte und Rüstungswerte hochziehen. Aber auch gerne nochmal Skelettspeerträger von hinten reinschicken. Skelettschwertkämpfer besser gesagt. Die ihn hier schön gut rausnehmen können. Damit er nicht viel tut. Und wir machen jetzt hier eine kleine Schneise an Flugeinheiten, die sich aber nicht weiter einmischen werden. Weil es sonst hier nur dazu käme, dass wir in Friendly Fire reingehen, denn auch die monströsen Einheiten können sich ja gegenseitig schlagen und so. Das wollen wir an der Stelle nicht und ich glaube, alle anderen Einheiten sind hier ganz gut verteilt, denen geht es ganz gut. Wir brauchen uns hier nicht verstecken und können hier die restlichen Sachen noch einnehmen, wenn es denn überhaupt notwendig ist. Aber es sieht so aus, als wenn es nicht so sein wird. Wir schicken trotzdem mal ein paar Einheiten los. Aber Oxyote sollte gleich fallen und dann ist es auch der Sieg. Und es ist sogar der Sieg, ohne dass Oxyote fällt. Wir werden ihn natürlich noch zu Ende jagen und hier entsprechend töten. Weil Oxyote an dieser Stelle nämlich nur in der Verstärkung ist und sonst da bleiben würde. Und deswegen brauchen wir den Tod. Und das war sein Tod. Das ist ein entscheidender Sieg, wo wir natürlich nichts verloren haben. Wir sollten hier einmal Zweihandkämpfer verlieren. Das haben wir nicht getan. Wir haben ein bisschen Schaden auf den Musketenschützen bekommen. Ist alles in Ordnung. Ansonsten hat jeder hier ganz gut durchgehalten. Das ist sehr gut. Ist sehr gut gelaufen. Und 36 Verluste, hauptsächlich bei den Musketen. Ich glaube, damit können wir gut leben. Dann haben wir Antoch wieder eingenommen. Haben nicht mehr das Problem, dass wir kein Geld mehr haben. Sind nicht mehr verschuldet. Und somit werden unsere Einheiten dann auch nicht mehr in den Verschleiß müssen, was jetzt sehr wehgetan hat. Gerade Manfred von Karstein, der ja gerade Khemri belagert und da eigentlich einen Ausfall provozieren will, der hat jetzt natürlich beim Ausfall die schlechteren Karten als eine Runde noch davor. Aber so ist das nun mal, das kriegen wir alles hin und wir schauen uns einmal die Gesamtsituation an auf der Karte. Hier. Sieg, wir bekommen eine ganze Menge Geld. Auch das ist schon mal cool. Ja, sehr, sehr gut. Und wir besetzen das natürlich wieder. Sind auch jetzt im positiven Bereich wieder. Alles ideal, alles perfekt gelaufen. Und Dan Wallace bleibt nochmal eine Runde hier drin, heilt komplett aus. Und dann gehen wir wieder Richtung Bagar. Antoch bekommt jetzt mal ein Wachstumsgebäude. Oder ein Einkommensgebäude. Ein Einkommensgebäude. Wachstumsgebäude haben wir in Kassabar sogar noch. Das sollte okay sein. Kassabar sollte auch nicht sofort fallen, wenn hier Ratok weiter voranschreiten möchte. Das sollte alles funktionieren. Und hier müssen wir jetzt nochmal schauen, dass wir hier beim Ausfallen siegreich sind. Und uns wird eine mannhafte Niederlage gegeben. Ja, beim Ausfallen ist natürlich das große Problem, dass wir jetzt hier das wilde Bastiladon haben, gegen das wir gar nichts anrichten können. In der Verteidigungsstellung sieht es noch ein bisschen besser aus. Da hätten wir dann die Pfeiltürme, die ein bisschen was anrichten können. Ja, vielleicht sollten wir das noch ein bisschen herauszögern. Wir lehnen das mal ab an der Stelle. Vielleicht können wir sogar noch einen zweiten Kommandanten hier hinziehen. Aber ich glaube, das wird nicht reichen von der Zeit. Wir können in Kassabar jetzt jemanden aufstellen. Aber der wird nicht rechtzeitig hier ankommen. Der wird nicht rechtzeitig ankommen. Wir machen es dennoch mal. Und haben dadurch natürlich die dritte Armee aufgestellt, die jetzt den Armeeunterhalt von allen Armeen, die wir aufgestellt haben, natürlich erhöht. Und dadurch ist das Ganze nicht mehr lohnenswert. Okay, dann lösen wir ihn wieder auf. Wir haben jetzt das Geld einmal ausgegeben für ihn. Das ist okay, weil wir dann in Zukunft ihn kostenlos aufstellen können. Das ist alles nicht so schlimm. Investition in die Zukunft, aber wir sollten ihn wieder rausschmeißen, damit wir hier das erstmal so belassen können und hier auch
weiterhin in unserer positiven Stärke sind. Hier haben wir natürlich jetzt einmal Verschleiß erlitten, genauso wie der Feind. Hier müssen wir weiterhin belagern. Aber so langsam, würde ich sagen, könnten wir es mit dem Saberspielen schon schaffen. Haben natürlich viele Zombies. Aber das lassen wir nochmal. Wir belagern hier nochmal weiterhin. Das ist alles soweit in Ordnung. Und hier König Paschedu könnte hier sogar unterstützen. Der will sich aber Gorgazahn holen. Und das ist für uns auch in Ordnung, damit hier die Zwerge an dieser Stelle ein wenig zurückgetrieben werden. Also alles in Ordnung an dieser Stelle. Alles in Ordnung gelaufen. Wir könnten hier einmal den Strigoi erwecken. Mehr Gruft, Gule, Erfolgschance für Hinterhalt. Okay, machen wir mal. Einmal machen wir das. Dann haben wir hier alle Linien, alle Blutlinien. Zumindest einmal. Einmal dort rein investiert, einmal hier ein paar erweckt. Ich glaube, das ist okay. Und Miao Ying möchte was von uns. Die ist natürlich richtig weit von uns entfernt, aber wir schauen mal, was sie von uns will. Ein Handelsabkommen und zahlt uns richtig viel Geld dafür. Sehr freundlich gesonnen, natürlich auch durch die Technologie, durch unsere Abkommen mit Spekos Goldzahn, dem Handelskönig. Das ist sehr, sehr gut. Und Krieg mit Hofstadt Libaras findet sie auch toll. Machen wir. Miao Ying soll uns gerne beiseite stehen. Wir können uns hier sehr gut mit weiteren Verbündeten abgeben. Da hätte ich gar kein Problem mit, wenn wir den Osten noch auf unsere Seite bekämen. Die bekommen nämlich auch so langsam mit, dass es gar nicht so falsch ist, sich mit den Vampirfürsten hier zusammenzuschließen. Denn es sind nur noch 84 Fraktionen am Leben. Wir haben gesehen, Heinrich Kemmler und seine Fraktion ist komplett vernichtet worden. Das heißt, er ist auch nicht mehr konföderierbar. Und die ganzen Fraktionen merken so langsam, wir müssen hier einen standhaften Partner finden. Und wer ist so standhaft wie Manfred von Karstein, wie die Vampirfürsten unter unserer Obhut? Denn wir haben jetzt schon häufig gezeigt, dass wir uns nicht unterkriegen lassen. Und der Prinz des Nichts ist uns auch relativ egal. Wir gehen auf den Kriegseifer, denn es wird weitere Kriege geben. Zum Beispiel hier bei Antoch direkt. Was will Tic-Tac-Toe denn hier? Tic-Tac-Toe will hier unterstützen mit einer absoluten, monströsen Armee. Wir wollen hier erstmal ausfallen. Und uns wird auch ein Pyrrhus-Sieg vorhergesagt. Was würden wir verlieren? Nicht so viel. Das könnten wir gleich wieder erwecken. Das könnten wir gleich wieder erwecken. Wir machen das mal automatisch an der Stelle. Haben viele Verluste. Und holen uns... Ja, wir brauchen gar nichts wieder erwecken. Deswegen holen wir uns mal die... die Armeeverstärkung an der Stelle. Und Tic-Tac-Toe hat natürlich Lust, hier weiterhin auf uns zuzumarschieren. Tic-Tac-Toe... Du hast hier eine Armee aus hauptsächlich Monstern. Können wir uns hier noch was holen, was dagegen gut wäre? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Ich würde sagen, Antoch, überlassen wir mal kurz Tic-Tac-Toe. Und holen uns lieber hier Bagar wieder. Ich glaube, das ist sinnvoll an dieser Stelle. Damit wir uns dann nochmal gut ausheilen können für die Schlacht. Das sollte eigentlich passen. Wir würden sehr viel verlieren. Deswegen... Warum würden wir so viel verlieren? Offiziell. Verstehe ich nicht so richtig, aber wir haben ja die Toten erheben sich Mechanik. Ich möchte jetzt nicht wirklich jedes kleine Pipi-Fax-Ding hier spielen. Wir hoffen mal, dass sich die Toten wieder erwecken. Wir besetzen das Ganze. Und im schlimmsten Fall hat es jetzt nicht geklappt, aber wir wollen hier nicht alles selber spielen. Nicht die kleinen, Sachen. Und es hat sich auch alles wieder erweckt, alles gut. Wir haben einen Morteschrein verloren. Den können wir uns wiederholen. Könnten wir uns vielleicht sogar das legendäre, den legendären Morteschrein holen? Ja, können wir, machen wir auch.
Ja, machen wir direkt. Wir haben einmal Gespenster verloren. Und statt den Gespenstern holen wir uns eine zweite Flederbestie, weil die sehr stark ist hier gegen diese monströsen Einheiten von Tic-Tac-Toe. Soll Tic-Tac-Toe gerne Antoch einnehmen, wir sind dann wieder bereit, hier raus zu agieren. Bagar wird natürlich geupgradet, in Antoch haben wir alles abgebrochen. Das ist soweit in Ordnung. Hier werden wir weiterhin belagert. Das ist für mich auch in Ordnung. Solange wir hier die Echsen gut zurückhalten können. Und dann ist hier auch Krogar mit der nächsten Armee. Also jetzt haben wir hier so langsam wieder Action hier unten. Das ist soweit in Ordnung für uns. Das kann Dan Wallace alles im Alleingang übernehmen. Manfred von Karstein sollte hier aber langsam auch mal Khemri übernehmen. Und wir haben hier richtig viele Einheiten, die sich darum scheren um Khemri. Zum Beispiel auch Gerhard. Und vielleicht würde der uns sogar beitreten in einer Schlacht. Nee, würde er nicht. Okay. Hätte er sein können. Aber noch würde uns hier im automatischen Gefecht nicht der Sieg gegeben werden. Wenn wir selber spielen, würden wir das schaffen. Sehr verlustreich, aber wir würden das definitiv schaffen. Denn Manfred von Karstein und die Flederbestie sind so stark, da kann man schon richtig viel anrichten. Das würde schon richtig gut funktionieren. Aber wir haben hier auch keine Eile, ehrlich gesagt. Denn wenn wir uns mal umschauen hier oben im Norden, sind keine Feinde in der Nähe, ganz im Gegenteil. Wir haben hier sogar gute Verbündete. Wie geht's mit der schwarzen Pyramide weiter? Es geht so. Doch König Karus meldet sich an bei Wasser des ewigen Lebens. Der meldet sich hier an. Der würde ja nicht Wasser des ewigen Lebens angreifen können und Manfred, aber er könnte hier Khemri unterstützen. Deswegen müssen wir Khemri einnehmen. Wir müssen den Kampf jetzt führen, weil sonst König Karus kommen könnte und uns den Sieg streitig machen könnte. Das ist das große Problem dabei. Das heißt, wir müssen jetzt die Schlacht von Khemri schlagen und ich erinnere nochmal dran, laut automatischer Berechnung würden wir sie verlieren. Ich glaube, dass wir die sehr gut spielen können, wenn wir uns auf eine Seite konzentrieren, von dort aus gut angreifen, wird es sicherlich was werden. Und der Feind hat auch keine besonders schlimmen Einheiten dabei. Also worauf wir uns ein bisschen konzentrieren müssen, sind die Bergwerke mit Sprengladung, die müssen gut gebunden werden. Und diese nehekarasnischen Krieger, die stellen natürlich eine Gefahr dar, weil die sehr, sehr stark sind und wir sehr, sehr schwache Infanteristen dabei haben. Aber wir haben natürlich unsere Fernkämpfer dabei. Wir starten die Aufstellung und schauen uns erstmal an, wie unsere Flugstaffel aussehen wird. Relativ klein, das ist aber soweit in Ordnung. Dann wird der Rambock getragen von Skelettspeerträgern. Das finde ich okay. Wird aber lieber die Gruftgule hier das übernehmen lassen. So, die Gruftgule nehmen sich hier den Rambock und gehen natürlich schon mal so nah an das Tor ran, wie nur möglich. Und die werden sich gleich gen Tor bewegen. Dann haben wir hier einmal Türme, die auf uns schießen können. Das war's aber. Nur einmal Türme, das ist gut. Da wird sich unsere Flugstaffel gleich richtig gut drum kümmern können. Manfred und die Flederbestie. Manfred ist sogar direkt hier vorne, kann direkt starten. Flederbestie startet hier hinten. Dann haben wir hier zwei Belagerungstürme, die gehen hier links rauf und wenn es geht rechts rauf. Das müsste, ja müsste funktionieren. Links und rechts rauf und die ganze Infanterie hier, also diese ganze Infanterie hier an dieser Stelle, die kommt schön hier hin und wird dann hier reinstoßen, sehr nah rangehen, damit diese Türme auch nicht mehr schießen können. Und die Fernkämpfer kommen dann dahinter, die sind Steuergruppe 3. Ihr seid alle Steuergruppe 1, du bist auch noch Steuergruppe 1. Steuergruppe 1 geht dann hier nah ran, Steuergruppe 3 dahinter kann dann rüberschießen. Und extra Schnitzeletta führt natürlich Steuergruppe 1 mit an, das ist ja ganz klar.
Und dann sollte das Ganze sogar ganz gut klappen. Wir starten das Gefecht. Manfred von Karstein geht hier hinter. Der Rambock geht hier ran. Dieser Turm geht da ran. Dieser Turm geht da ran. Steuergruppe 1 geht ganz nah hier ran. Und Steuergruppe 3 geht hier hinter und schießt mal ein bisschen. Manfred von Karstein kann Manfred von Karstein Dinge tun. Und wir haben hier noch nicht mal den Nachteil, dass hier oben jemand draufsteht. Der Feind hat hier quasi schon, ja, aufgegeben an dieser Stelle. Und wir können mal schauen, ob wir hier einen guten Seenwind hinkriegen. Ja, die sind hier natürlich sehr, sehr durcheinander gerade. Das ist ja auch klar, aber wir holen uns mal die Katapulte hier. Und die Fliederbestie holt sich hier schön die Bogenschützen raus. Manfred heilt sich einmal ganz einfach. Das ist okay. Und wir können einen Atem hier hinten reinschicken. Einmal in euch rein. Einen kleinen Atem. So, also die Katapulte werden jetzt natürlich fallen. Das ist klar, die Fliederbestie wird gut beschossen. Das ist ein kleines Problem, aber alles in Ordnung. Und wir schicken hier unsere weiteren Einheiten schon mal ran. Und dann sollte das hier gleich relativ einfach sein. Steuergruppe 3 kümmert sich mal um die Gruftwache mit Hellebarden. Die sind sehr stark. Ja, ist so ein bisschen schwierig, die zu treffen dort oben, nicht wahr? Dann geht mal auf Kalekt hier hinten rauf. Und die Flederbestie muss auch gleich nochmal geheilt werden, aber das sollte alles in Ordnung sein soweit. Manfred kann hier jetzt gleich einen Seelenwind durchschicken. Vielleicht hier einmal. Ja, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Das war ein bisschen zu spät, machen wir nicht. Vielleicht können wir jetzt hier nochmal einen besseren durchschicken, aber die sind nicht gut genug geklumpt, die Feinde hier an dieser Stelle. Wir schicken mal hier einen durch. Da gehen jetzt viele Einheiten durch. Können hier vielleicht bis nach hinten durchgehen. Jaja, das war gut. Jaja, das war sehr gut. Hat gut funktioniert. Manfred heilt sich nochmal ein bisschen selber. Die Flederbestie macht hier Flederbestien-Dinge. Und fliegt mal hier hinten hin. Die muss jetzt hier nicht ganz stark alles alleine machen. Kann auch mal hier rausgehen. Aus der Gefahrensituation geht mal hier hinten hin. Und dann läuft das Ganze soweit. Hier werden unsere Türme wieder geblockt. Das gefällt mir noch nicht so, dass das so gut funktioniert hier. Aber okay, lassen wir mal so stehen. Manfred ist hier weiterhin im Nahkampf. Alles perfekt. Gute Einheiten, mit denen wir uns gut auch bekämpfen können. Und die Flederbestie wird hier einmal geheilt. Alles super im Lot. Funktioniert bis jetzt alles perfekt gerade. So, die Skelettkämpfer gehen hier hoch. Ihr solltet hier auch mal weiterkommen. Was ist denn hier das Problem, bitte? Und ihr geht nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Und ihr geht jetzt auch hier rauf. Wunderbar. Extra Schnitzeletter. Ja, irgendwie funktioniert das hier alles nicht so gut. Auch der Rambock kommt hier nicht durch. Geht mal alle ein Stück zurück und der Rambock geht ran. So. Hat alles hier nicht so richtig gut funktioniert, leider. Aber ist in Ordnung. Manfred kann währenddessen hier gut weiter Manfred-Dinge tun. Und zum Beispiel hier einen Seenwind durchschicken. Ja, das könnte gut passen. Ja, das hat gut gepasst. Das war richtig gut. Wir heilen uns selber nochmal ein bisschen. Die Flederbestie kämpft hier auch gegen Speerträger. Das ist nicht ideal. Da könnten wir jetzt nochmal Zombies oder so reinschicken. Gucken wir mal. Oder Skelettspeerträger, die hier von hinten. Skelettkrieger, die hier von hinten. Oh, die Bergwerker mit Sprengladung sind da erstmal ein bisschen wichtiger. Die bekommen jetzt nochmal ein paar Einheiten rein. Bisschen zu spät leider. Okay, alles nicht so schlimm. Die Flederbestie kommt ja gut weiter. Und die darf sich hier jetzt auch mal rausbewegen hier rüber. Und wir heilen sie auch nochmal. Einmal sollte das nochmal gehen. Und die Bergwerker mit Sprengladung sind hier keine Bedrohung mehr. Das ist alles in Ordnung. Flederbestie kommt hier hinten hin. So, unsere
Fernkämpfer sind hoffentlich jetzt weiterhin gut aktiv. Hier können wir uns auch gegenseitig gegenheilen. Das ist alles soweit in Ordnung. Extra Schnitzeletter kann mit Steuergruppe 1 jetzt gerne mal reingehen. Und ihr gehört jetzt auch alle zu Steuergruppe 1 mit dazu. Geht mal rein und geht mal hier in den direkten Austausch mit den Feinden. So, unsere Flugstaffel hat ganz gut was gerissen hier an dieser Stelle. Kann sich jetzt hier einmal rüber begeben und hier schicken wir nochmal einen schönen Seelenwind durch die feindlichen Einheiten durch. Hier an dieser Stelle scheint es mir sehr sinnvoll zu sein. Und ein Atem kommt auch noch hinterher. Jaja, unfassbar stark. Manfred ist einfach eine Maschine. Wir können die Feinde gut hier distracten, dadurch, dass wir hier überall agieren und nirgendwo. Das ist sehr, sehr wertvoll. Die Skelettspeerträger, mit denen wollen wir uns gerade nicht abgeben. Deswegen holen wir ein paar Zombies dazwischen. Dann können wir uns hier auf die nihikarasnischen Krieger konzentrieren. Und hier wurde auch was reingecastet. Ushabti. Das ist natürlich ein Problem. Aber hier haben wir nochmal Skelettspeerträger, die können zurückkommen. Und ihr geht alle mal in den Plänkelmodus rein. Dann sollte das eigentlich auch alles kein Problem darstellen. Jaja, die sind jetzt hier drin. Ich hab gesagt Plänkelmodus, das bedeutet, ihr sollt abhauen. Wenn Ushabtis hier drin sind, die werden ja sowieso gleich von alleine wieder sterben. Das ist alles kein Problem. Wir können auch hier gerne mal gemeinsam uns zurückziehen. Vielleicht läuft das da ein bisschen besser. Flederbeste geht's nach wie vor gut. Manfred von Karstein geht es gut. Der kann hier nochmal weitergehen. Und auch nochmal Seenwinde irgendwo lang schicken, aber wir brauchen gerade keine Seenwinde. Deswegen lassen wir das auch an der Stelle. Und konzentrieren uns eher auf die Dinge, die wir brauchen. Und zwar hier Zombies drin, damit die Fernkämpfer hier gebunden sind. Dann könnt ihr auch mal rübergehen und du holst dir mal den Skelettstreitwagen. Die Flederbeste kümmert sich hier weiter um die nihikarasnischen Krieger. Du kümmerst dich um den Streitwagen. Und alles sollte in Ordnung sein. Ja, scheint auch so zu sein. Wir holen hier nochmal Zombies rein, damit diese Feinde auch nochmal gebunden sind. Hier sind unsere relativ schwachen Einheiten, die sich gegen die nihikarasnischen Krieger und gegen die Gruftwache aufbegehren. Das sieht aber alles soweit sehr, sehr gut aus. Alles gar kein Problem. Alle rein hier bitte und die Fernkämpfer können sich wieder nachziehen. Und dann kann sich Steuergruppe 1 hier weiter reinbewegen. Brauchen sie aber gar nicht mehr, denn das war schon unser Sieg. So einfach kann es gehen. Manfred heilt sich selber nochmal. Die Flederbestie ist maximal geheilt. Die hat viel eingesteckt. Ist aber alles nicht schlimm. Wir brauchen selber hier niemanden mehr verfolgen. Denn der Feind ist hier in einer Belagerung gestorben. Das heißt, es stirbt sowieso alles. Wir wollen aber nochmal alles zusammenführen, damit hier der Morteschrein noch ein bisschen heilen kann und Manfred von Karstein kann dann noch ein bisschen heilen. Also alle so eng zueinander führen, wie es nur geht. Das wäre ganz gut. Du kommst noch hier mit rein und Manfred, du heilst hier auch nochmal schön. Sind zwar nicht so wertvolle Einheiten, wir haben hier hauptsächlich Zombies und Skelettspeerträger, die Schaden genommen haben, aber es ist alles in Ordnung. Wenn wir hier noch ein bisschen heilen können, dann machen wir das. Und nehmen nochmal alles mit, was wir hier mitnehmen können. War eine sehr, sehr gute Schlacht. Hat mir sehr gut gefallen. Alles ideal gelaufen. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt hier nochmal ganz kurz gegenheilen. Und dann geht es hier gleich schon weiter. Also Khemri, die Hauptstadt von Setra, den Unvergänglichen, den wir natürlich auch schon ausgelöscht haben. Sie ist hier gefallen, diese Hauptstadt. Unfassbar gut. So, wir können noch eine Einheit heilen. Gibt es hier jemanden, der sich anbietet? Ja, vielleicht diese Speerträger noch. Und dann ist das Ganze gegessen. Gefecht beenden. Entscheidender Sieg statt mannhafter Niederlage. Ich glaube, damit brauchen wir uns nicht verstecken, haben 187 Verluste.
liegt natürlich hauptsächlich an Manfred von Karstein, der hier mit 33.000 Schaden wieder 3.400 Gold wert getötet hat und 308 Einheiten getötet hat. Unfassbar. Flederbestie mit 5.000 Schaden und 64 getöteten Einheiten auch vorne mit dabei. Der Mordeschrein natürlich auch mit 79 getöteten Einheiten und 7.000 Schaden. Das war schon nicht schlecht. Und hier die Gruftghule in der Regiments of Renown Version natürlich auch sehr wichtig an dieser Stelle. Sehr gut gelaufen, die Siedlungsgarnison ist zerstört und Khemri ist unser, sodass wir gleich entweder Wasser des ewigen Lebens unterstützen können, wenn das eingenommen wird, oder halt auch das zurück einnehmen können. Und wir sind hier so stark, dass die Armee des Feindes nicht auf die Idee kommen könnte, uns hier entsprechend anzugreifen. Lief alles perfekt. Wir besetzen das Ganze. Khemri wird wieder uns gehören. Wunderbar. Khemri natürlich als Hauptstadt. Unfassbar gutes Potenzial, was wir hier drin haben. Haben sogar eine Goldmine hier drin. Das ist sehr, sehr schön. Und wir können hier nochmal Einheiten dazu holen. Ja, 4x sylvanische Armbrustschützen reicht eigentlich. Und deswegen lassen wir das mal. Wir könnten natürlich noch weitere Tote erwecken. Wir haben nicht so viel Geld hier an dieser Stelle. Mit was für Einheiten kommt er hier? Wieder solchen Einheiten dieser Couleur. Vielleicht holen wir uns noch einmal Gruftghule dazu. Ich glaube, der Giftschaden ist sehr stark gegen diese Formation, die wir hier haben. Gerade, dass hier diese nihilkarasnischen Krieger weniger Schaden anrichten. Das wäre ziemlich wichtig. Wasser des ewigen Lebens könnte fallen. Dann wird sich das Manfred von Karstein aber wieder zurückholen. So, dann gibt es hier unten Krogar. Es gibt hier den Angriff auf Karakzorn. Das ist soweit okay. Wir brechen hier den Bau aber noch ab. Und Dan Wallace von Karstein wird sich gleich Antoch wiederholen. Also alles in Ordnung an der Stelle. Das sieht alles soweit ganz gut aus. Jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Geld. Wir könnten auch ein paar Zombies jetzt austauschen. Ja, wir tauschen mal ein paar Zombies aus. Nicht alle, aber zumindest hier 5 Stück. 5 Stück werden wir austauschen. Und zwar betten wir weitere Skelettspeerträger ein. Zumindest noch 2 weitere. Und holen uns noch weitere Ghule. Und ein Wargulf. Ein Wargulf können wir uns jetzt auch mal gönnen. Dann sind wir bei 500 mehr. Jede Runde, die wir ausgeben, das können wir uns leisten. Perfekt. Haben wir noch einen Platz frei sogar? Das habe ich gar nicht gesehen gerade. Ja, dann der zweite Mordeschrein. Der sollte es dann werden. 301. Was bringt uns Wasser des ewigen Lebens? 338. Nee. Machen wir nicht, weil wir nämlich dann wieder ins Negative kommen könnten, falls Wasser des ewigen Lebens fällt. Wir bleiben jetzt mal bei der 19. Armee, das sollte aber auch reichen für König Karus. Sollte das in Ordnung sein, haben jetzt auch ein paar stärkere Einheiten, die hier Giftschaden machen. Wir haben mehr Skelettspeerträger, dabei immer noch ein paar Zombies für die vorderen Reihen. Komm, wir holen uns noch einmal Zombies, damit wir eine volle Armee haben. Dann sieht das an der Stelle schon gut aus. Erlass ist wieder verfügbar. Ja, weil wir das hier wieder eingenommen haben. Das wird aber gleich wieder eingenommen werden hier in Antoch. Das sieht aber alles gut aus. Alles ideal gelaufen bis jetzt. Bin gespannt, ob Tic-Tac-Toe das wirklich macht. Also wird Tic-Tac-Toe hier Antoch einnehmen oder wird er zurückrennen? Es wäre für ihn ja stark, wenn er Antoch einnimmt, weil er dann nämlich nicht mehr weiter im Verschleiß ist. Er macht es nicht. Er geht weiter in den Verschleiß rein. Wasser des ewigen Lebens wird eingenommen, das war zu erwarten, das ist auch okay so. Können wir uns gleich wieder zurück einnehmen mit Manfred. Aber was Tic-Tac-Toe da macht, das verstehe ich nicht. Der hätte Antoch einnehmen können, hätte dort ausheilen können, dass aber jetzt auf Dan Wallace zumarschiert, der eigentlich stärker sein sollte mit seiner Armee, das verstehe ich gerade nicht. Vlad von Karstein möchte ein Handelsabkommen, das nehmen wir sehr gerne an. Jede Runde mehr Geld und einmalig mehr Geld. 2 Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und
Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Also Tic-Tac-Toe, weiter eine Bedrohung. Krokgar hier unten eine Bedrohung. Khemri aber eingenommen. Wasser des ewigen Lebens holen wir uns bald zurück. Alles ideal. Wir gucken nochmal ganz kurz rein. Weil gestern so kurz war, schauen wir nochmal ganz kurz rein, was wir hier noch machen können. Also Manfred von Karstein könnte hier Wasser des ewigen Lebens belagern. Dann würde hier die Garnison ausfallen mit der Armee von König Carus, die sehr, sehr stark auf Infanterieabwehr ausgerichtet ist. Könnten wir uns sogar zutrauen. Die würde ich mir sogar zutrauen. Gibt es hier nochmal legendäre Söldnerregimenter, die uns bei irgendwas helfen könnten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Bei Tote erwecken wäre noch eine Fliederbestie toll. Das wäre wirklich toll. Aber die können wir uns halt gerade eh nicht leisten. Zweiter Morteschrein. Über den haben wir gerade schon gesprochen. 1000 kostet der. Und 300 jede Runde. Wollen wir das Risiko eingehen? Ich mache es einfach mal. Und dann gehen wir auf Wasser des ewigen Lebens und belagern zumindest schon mal. Und wenn er ausfällt, sollten wir das auf jeden Fall gewinnen. So, umkreisen das. Das sieht gut aus. Und Dan Wallace könnte sich jetzt im besten Fall Tic-Tac-Toe holen. Was haben wir hier? Sundrem Heldur auf einmal. Beliger Eisenhammer, der sich hier Khemri holen will. Die nächste billige Eisenhammer-Armee. Ich glaube es nicht. Was will der denn hier die ganze Zeit hier unten? Sein Reich ist doch... Oh, ganz schön zerschlagen worden. Der konnte sich nicht mit diesen ganzen Feinden... Ja. Der konnte sich nicht abfinden mit den ganzen Feinden. Hat natürlich noch einige Gebiete. Aber der hat einiges verloren. Sehr, sehr interessant. Will jetzt vielleicht Khemri holen. Ja, dann hätten wir hier uns vielleicht weiterhin in Khemri positionieren müssen. Ja, schwierig. Was machen wir? Gehen wir auf Wasser des ewigen Lebens rauf oder auf Khemri rauf? Schwierige Entscheidung, aber mit Dan Wallace können wir uns hier auf jeden Fall Tic-Tac-Toe nehmen. Ich weiß nicht, was der hier vorhat. Aber es ist mir auch egal, wir holen ihn einfach raus. Wir werden Tic-Tac-Toe jetzt einmal zeigen, dass er sich das hier wirklich verspielt hat. Und beim automatischen Gefecht würden wir noch nicht mal was verlieren. Deswegen machen wir das automatisch, sonst hätten wir das gespielt. Aber ich denke, das machen wir dann automatisch. Und holen uns hier die 2000 schwarze Magie. Können weitergehen bis nach Antoch. Sehen hier Krokgar, der gut leidet. Die wollen hier Charakzorn einnehmen. Das ist für uns okay. Könnten sogar überlegen, ob wir schon mal in die Richtung ziehen zumindest. Damit wir Kassabar dann also beschützen können, falls die hier auf Kassabar losmarschieren wollen. Aber das sollten die nicht schaffen. Die haben so viel Verschleiß hier in unseren Landen. Das sollte eigentlich gut funktionieren. In Kassabar können wir jetzt auch die Korruption verbreiten auf angrenzende Gebiete. Das sollten wir jetzt auch tun. Und in Antoch könnten wir jetzt auch langsam wieder was bauen. Und das sollten wir auch tun. Dann sind wir hier auch wieder ganz schnell im grünen Bereich, was unser Einkommen angeht. Libaras ist mit Biligar sogar im Bündnis. Das bedeutet... Oh Mann, das bedeutet, dass er jetzt hier auch zur Hilfe schreiten könnte. Und dann wären wir natürlich... Dann würden wir natürlich verlieren. Das ist natürlich klar. Wisst ihr, was wir machen?
Wir werden jetzt wieder ganz, ganz krude Mittel anwenden. Wir spielen das, ohne spielen zu wollen. Wir wollen diese Siedlung nicht einnehmen. Das ist nicht unser Ziel gerade. Wir wollen sie schwächen. Wir wollen ihnen richtig viel Leid zufügen. Diese Armee, die hier drin stationiert ist, die müssen wir richtig zum Leiden bringen. Und dann fliehen wir mit unserer Armee. Das ist der Plan. Leiden, lassen und fliehen. Das ist der Plan. Und wir können sie leiden lassen mit Manfred von Karstein. Vielleicht auch mit dem Wagulf und mit der Flederbestie. Müssen wir aber dann schauen. Aufstellung starten. Wir haben das schon einmal gemacht. Da müssen wir uns gut aufstellen. Wo wir halt sehr schnell gemeinsam alle Mann abhauen können. Hier ist ein blöder Hügel vorweg. Der könnte uns hinderlich sein. Also wir stellen uns hier auf. Wo wir hier hinten sehr, sehr gut abhauen können. Und deswegen stellen wir uns hier auch auf. Also einmal hier. Ja, schön breit sollten wir uns aber aufstellen. Damit wir nämlich schnell hier rauskommen aus dem Schlachtfeld. So, ihr kommt schnell raus. Ihr solltet dann hier auch schnell rauskommen müssen. Ja, schön breit dafür. Die Zombies müssen auch schnell rauskommen. Das heißt, das ist hier unsere Fluchtstaffel, wenn man so will. So, das ist unsere Fluchtstaffel. Die kommen jetzt hier schön an den Rand, damit sie schnell weg sind. Die silvanischen Schützen sind nicht ganz so wichtig, weil die ja nicht zerfallen. Die fliehen ja nur. Deswegen kommen die ein bisschen weiter nach vorne. Dann haben wir hier unsere Morteschreine, die kommen auch hier mit hin, sollen auch schnell flüchten können. Und der Wagulf und die Flederbestie sind ein Sondereinsatzkommando, die vielleicht gleich noch eingesetzt werden, kommen hier schon mal hin, damit die noch ein bisschen heilen können. Die Banshee kommt auch hier mit hin und Manfred wird jetzt gleich für ein bisschen, ja, für ein bisschen Schrecken sorgen. Und ihr alle seid schon mal Steuergruppe 1, damit ihr gemeinsam fliehen könnt, falls der Gegner hier blöde Dinge tut, die ich nicht haben möchte. Und jetzt gucken wir uns einmal an, was wir hier anrichten können. Also, wir haben hier viele Feinde, die sich hier, glaube ich, gut positionieren werden. Und zwar so, dass Manfred von Karstein hier ein bisschen Schaden einnimmt. Aber das unterm Strich für uns sehr, sehr sinnvoll ist, dass wir hier diese Aktion durchführen. Also, wir schicken hier schon mal einen Atem durch, der hier die, ja, die Einheiten zu Fuß ganz gut einmal begrüßen kann. Und wir schicken einmal einen Seenwind durch, aber nicht overcastet. Der spielt jetzt auch mit Bande. Ja, da haben sie sich leider gut bewegt, aber alles nicht so schlimm, wir haben es ja nicht overcastet. Dann gehen wir einmal runter hier, beschwören ein paar Zombies in die Skelettspeerträger, damit die uns keine Probleme machen bei Manfred. Und dann wird hier schon mal die erste Einheit rausgenommen von Manfred. Wie gesagt, wir wollen nicht gewinnen, wir wollen auch keinen Sieg hier erringen, wir wollen fliehen. Wenn das hier besser laufen sollte als gedacht, können wir uns ja immer noch umentscheiden. Aber das ist gar nicht alles der Plan. Der Plan ist hier einfach nur, so viel Schaden anzurichten, wie es uns möglich ist beim Feind. Und das sollten wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, also Skelett. Bogenschützen werden hier gut rausgenommen. Hier sind noch weitere Bogenschützen, die jetzt gleich nochmal einen Seelenwind abbekommen. Die stehen hier richtig gut. Das heißt, wir können hier wieder mit Bande spielen. Vielleicht so. Vielleicht könnte die Bande so ganz gut für uns funktionieren. Der müsste nach oben abprallen, wenn ich das richtig sehe. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Schade, aber alles in Ordnung. Und hier gehen wir mal selber rein. Hier unten kommen nochmal Zombies rein, die weiter binden werden.
Und da geht Manfred höchst selbst rein, damit Manfred mich jetzt nicht beschossen wird. Immer wieder ein Blick hier hinten hin, ob wir hier irgendwelche Einheiten haben, die gegen uns sind. Nee, das sieht ganz gut aus und die Flederbestie kann auch mal mit reinkommen. Und sich mal diese Bogenschützen hier vornehmen. Der Wargulf kommt auch mal mit. Der zerstört mal da die Barrikade. Manfred macht hier Manfred-Dinge. So, holt sich hier langsam nach und nach die Einheiten raus. Das ist zwar ein fieses Vorgehen, aber der Feind hat nicht verdient, hier vernünftig einen Umgang zu bekommen. Er wird hier einfach nur vernichtet werden. So wie er es verdient hat. So, also unsere starken Einheiten kommen jetzt noch mit dazu, werden ein bisschen Verwirrung stiften. Wenn wirklich am Ende alles richtig gut aussieht, könnten wir sogar sagen, wir gehen mit unserer Hauptarmee rein. Aber es war, wie gesagt, von Anfang an nicht unser Ziel an der Stelle. Wir könnten auch hier mal den gegnerischen Kommandanten versuchen rauszunehmen. Warum nicht? Wenn er sich hier schon uns anbietet und anbiedert, dann soll er gerne seinen Spaß bekommen. Genauso wie diese Bogenschützen hier jetzt noch einen Seenwind abbekommen. Nicht overcastet, sonst würde sich das hier wirklich nicht lohnen. Und Manfred von Karstein sieht gar nicht so gut aus gegen König Karus. Deswegen lassen wir das wieder und holen uns ein bisschen Schutz. Scheint mir so, als wenn beide Kommandanten diesen Kampf nicht eingehen wollen. Hier hinten ist die Flederbestie, die will diesen Kampf eingehen gegen diese Skelettbogenschützen. Sind auch keine Speerträger weit und breit in der Nähe. Und der Wargulf stoßt mal hier dazu, indem er die Barrikade zerstört. Alles perfekt. Manfred hat wieder volles Leben. Alles ideal. Und hier haben wir einmal Bogenschützen vernichtet. Hier sind die nächsten Bogenschützen, die wir vernichten wollen. Wir wollen hier komplette Einheiten rausnehmen und sie nicht nur schwächen, damit es dann auch im Falle, dass der Feind hier siegreich rausgeht, weil wir uns zurückziehen, dass in diesem Fall nämlich dann das auch so laufen wird, dass er hier ganze Einheiten verloren hat und nicht wieder regenerieren kann. Das wäre relativ wichtig. Die Skelettstreitwagen sollten hier kein Problem für uns darstellen. Hier hinten sind noch ein paar Einheiten, die mich ein bisschen nerven. Deswegen versuchen wir mit Manfred nochmal hier rauszugehen. Aber hier hinten scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Der Wargulf kann hier die Schwertkämpfer rausnehmen. Hier kommen Skelettsperrträger, auf die müssen wir ein bisschen aufpassen. Manfred steigt in die Lüfte, perfekt. Und schickt hier mal einen schönen Seenwind durch. Durch diese geblobten, geklumpten Einheiten. Und dann kommt noch ein Atem hinterher. Und dann ist fast alles tot. Unfassbar. Unfassbar stark. Und dann heilt er sich selber nochmal. Wir sehen, was Manfred für eine Maschine ist. Wir sehen das gerade. Unfassbar. So, der Wargulf soll jetzt hier eingesperrt werden. Das wollen wir nicht. Deswegen gehen wir hier raus. Und versuchen die Barrikade dann von draußen anzugreifen mit dem Wargulf. Und es klappt auch. Das heißt, wir reißen jetzt wieder ein. Und die Flederbestie zieht sich auch mal zurück, weil jetzt kommen Speerträger. Das wollen wir nicht an der Stelle. Und hier sind natürlich weitere Einheiten, die ein wenig Stress wollen. Und die kriegen ihren Stress auch gerne. Und zwar mit dem Seenwind hier durch. Ja, ein bisschen zu spät, aber wir haben ja noch die Bande. Ja, ein bisschen zu spät leider. Aber hat hier hinten noch getroffen. Alles ideal eigentlich gelaufen. Und das funktioniert soweit. Dann haben wir hier noch Adaya. Wer seid ihr denn bitte? Normales Skelettspeerträger. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Also Manfred geht jetzt hier rüber mal und unterstützt mal hier drüben. Hier sind weitere Skelettspeerträger, um die sich Manfred jetzt kümmern wird. Genauso um die hier muss er sich eigentlich kümmern. Nee, darum kümmert sich mal der Wargulf. So ein paar Skelettspeerträger sollten ja kein Problem sein. Aber ein Problem ist natürlich, wenn hier so viele Skelettspeerträger drin sind.
jetzt hier bei der Flederbestie. Deswegen holen wir hier auch einmal Skelettkrieger mit Schwert und Schild. Die kümmern sich dann um die Skelettspeerträger. Und die Flederbestie versucht mal hier rauszukommen. Vielleicht kriegt sie das ja hin. Der Wargulf kommt hier ganz gut zurecht. Und ihr kümmert euch hier um die Speerträger, bitte. Ja. Hat gut funktioniert an der Stelle. Und du kannst keinen Punkt einnehmen, nicht wahr? Ich glaube nicht. Das sollte nicht gehen, auch nicht auf dem Boden. Deswegen werden wir uns hier hinten jetzt mal hinbegeben. Sowohl mit Manfred als auch mit der Flederbestie und machen hier hinten ein bisschen weiter. Und der Wargulf hat diese Speerträger gleich komplett rausgenommen. Sehr schön. Manfred und die Flederbestie gehen weiter. Und könnten sich hier die Ushabtis holen, wenn die sich hier schon anbieten. Erstmal raufspucken. Erstmal raufspucken von beiden Seiten. Und dann könnten wir uns die auch gerne holen. Manfred weicht aus, damit er nicht selber angespuckt wird. Zumindest die Flederbestie holt sich die mal. Und der Wargulf möchte natürlich nicht gegen die kämpfen. Deswegen geht der Wargulf mal zurück. Aber die Flederbestie möchte das. Und unterstützen wir hier unten nochmal mit Manfred. Indem wir hier auch nochmal weitere Einheiten beschwören werden. Der Wargulf geht jetzt hier runter. Manfred beschwört noch ein paar Einheiten. Wargulf geht hier runter. Die Ushabtis sind gebunden mit der Flederbestie. Ideal. Alles ideal. Und du holst dir die Skelettbogenschützen und du holst dir die Barrikade. Sehr schön. Also wenn das so weitergeht, haben wir gleich die ganze Siedlung eingenommen. Nur mit 3 Einheiten. Unfassbar. Ich glaube aber wirklich, dass wir das einnehmen können. Das heißt, wir gehen mal mit Steuergruppe 1 schon mal nach vorne. Das sollte wirklich klappen. Dann machen wir das auch. Warum nicht? Die Flederbestie bitte weiter in die Ushabtis einnehmen. Ach, ihr seid hier Steuergruppe 2 und 3 jetzt. Dann klappt das auch. Die Ushabtis werden hier gut rausgenommen. Das sieht ganz gut aus. Die Flederbestie können wir nochmal heilen. Wir können auch hier nochmal einen Seelenwind durchschicken. Für die nekarasnischen Krieger, die hier kommen. Und zack. Einmal und zweimal erwischt. Nicht geovercastet. Und dennoch fast die gesamte Armee hier rausgeholt. Auch diese Einheiten hier alle zerfallen. Sehr, sehr stark. Der Wargulf will eigentlich nicht gegen die Ushabtis in den Kampf ziehen, aber er kann sich mal hier hinten in die nekarasnischen Krieger reinstürzen und Manfred hilft mal bei den Ushabtis. Das wäre okay. Und Steuergruppe 1 bewegt sich mal auf diesen Punkt zu. Wobei wir euch natürlich in Steuergruppe 4 setzen, damit ihr hinten bleibt. Und ihr geht hier vorne mit rein. Und die Banshee geht vorne weg. Alles super. Also wir werden hier sogar das einnehmen können. Obwohl das gar nicht der Plan war. Das ist sehr, sehr gut. Ja, das sieht alles gut aus. Und diese Belagerung ist eine absolute Schändung geworden des Feindes, weil Manfred halt einfach so mächtig ist. Weil der halt so viel hier anrichten kann bei den Feinden. Das ist halt einfach unglaublich stark. Unglaublich stark. Ah, das hat diesmal nicht so gut funktioniert, leider. Aber ja, die Skelettspeerträger sollten jetzt auch kein Problem mehr sein. Wenn wir jetzt hier zu dritt reingehen und intervenieren. Ja, ja, das ist gar kein Problem. Manfred kümmert sich um die Ushabtis weiterhin. Wir haben jetzt keine Winde der Magie mehr, das ist aber okay, wir haben die gut eingesetzt.
und können jetzt hier reingehen mit unserer Hauptarmee. Und die sollte jetzt gar kein Problem mehr haben, hier siegreich zu sein. Aber so gar kein Problem. Stellt euch mal schützend erstmal hier hin, falls hier von der Seite jemand kommen sollte. Aber es scheint nicht so zu sein. Das heißt, ihr geht nach vorne, die Gruftghule kommen dahinter. Ja, alles ideal. Und Manfred kümmert sich jetzt mal um diese Bogenschützen hier hinten. Ja, also wir können jetzt nur noch einmal hier entsprechend einen Zauber anwenden, entweder Führerschaft erhöhen oder Nahkampfangriff erhöhen. Ja, ist in Ordnung, glaube ich. Wir gehen hier auf die Skelettspeerträger. Und dann ist das Ganze hier tatsächlich gleich gewonnen, obwohl das nicht das Ziel war. Manfred ist einfach eine Maschine. Die Fernkämpfer gehen jetzt hier auf die Nähe karassischen Krieger. Ihr stellt euch schützend davor. Und die sollten gleich gar nicht mehr zu lachen haben. Ja, die bekommen jetzt eine schöne Salve ab. Wahnsinn. Jetzt zieht euch ein bisschen zurück. Bitte schnell. Ja, das funktioniert und dann könnt ihr die gleich nochmal weiterhin angreifen. Und hier können wir auch nochmal einmal Ghule rüberschicken, die noch ein bisschen Giftschaden anrichten. Und dann klappt das hier alles richtig gut. Hier sind wir mit Manfred im Nahkampf, haben uns die Skelettbogenschützen vorgenommen. Aber auch den Streitwagen können wir uns gerne vornehmen. Buffen uns dafür nochmal selber. Und dann sieht das richtig gut aus. Die Nähe karassischen Krieger haben gar nichts zu melden. Wenn jetzt hier von hinten auch noch die Ghule reinkommen, sollten die hier nicht siegreich sein. Alles gut. Alles wunderbar. Schöner Blob hier. Hier hätte ich gerne Malstrom drin gesehen. Aber wir wollen natürlich kein Friendly Fire machen. So, Manfred ist hier weiterhin gut unterwegs. Hier kommen weitere Speerträger. Die wollen wir uns nicht... Den wollen wir uns nicht abgeben, das heißt, wir gehen hier hinten rum mit dem Wargulf und die Flederbestie geht mal in den Himmel rein und darf dann einmal auf die spucken. Wargulf kommt hier hinten hin, holt sich mal die Bogenschützen hier und diese Einheiten hier gehen mal auf die Speerträger rauf. An dieser Stelle sollten wir eigentlich auch durch sein. Ich gebe euch mal eine neue Steuergruppe. Ja, das sollte gleich das Ende sein und ihr geht auf die nächsten Nähe karassischen Krieger. Wir haben hier eine gute Mischung, die sehr gut rausnehmen können. Gerade hier, unsere Fernkämpfer sind sehr stark gegen diese mittelschwach, also gegen diese mittelstark gerüstete Einheit, gegen diese Einheit, die hier natürlich stark ist in der Waffenstärke, aber nicht in irgendeiner Weise gerüstet ist gegen Fernkampf und die jetzt auch noch gedebufft werden. In ihrer Waffenstärke durch die Gruftghule. Das ist halt einfach viel zu mächtig an dieser Stelle. Und das sollte unser Sieg sein. Der Wargulf geht hier hinten mal hin. Oder unterstützt hier hinten mal. Also die Flederbestie unterstützt mal beim Streitwagen. Und der Wargulf bei den nehekarassischen Kriegern. Ja, und da kann der Feind eigentlich nichts machen. Gehen jetzt mal auf die Skelettspeerträger hier an dieser Stelle. Und die sollten nach wenigen Salven eigentlich auch ausgelöscht sein. Hier gehen wir weiter in diesen Blob. Das sieht zwar alles nicht so super schön aus, aber es ist effektiv. Extra Schnitzeletter. Wo brauchen wir dich am ehesten? Beim General. Extra Schnitzeletter, geh mal auf den Weg zum General. Ich glaube, da kannst du gleich gut gebraucht werden. Dann holen wir uns gleich auch die Mitte hier. Das sollte alles soweit passen. Und Steuergruppe 2 bewegt sich auch schon mal hier hin und holen sich diesen Helden hier. Ein extra Schnitzeletter geht mal hier auf diesen Kommandanten, auf König Karus. So, und der Wargulf bleibt hier drin bei den nehekarassischen Krieger.
König Karus will hier natürlich über die Barrikade rübergehen. Das interessiert aber unsere Banshee nicht. Denn sie geht hier erstmal auf diesen Feind gemeinsam mit den beiden fliegenden Einheiten. Und dann richten wir sehr viel Schaden an. Sehr schön. Der feindliche General wird hier auch nicht viel anrichten können tatsächlich. Das ist für uns eigentlich alles in Ordnung. Und der Wargulf hier hinten unterwegs. Der feindliche Kommandant am Wanken, unzerfällt. Und da ist unsere Schlacht gewonnen. Ohne Verluste so wirklich. Das war nicht mal mein Ziel. Das war nicht einmal mein Ziel. Entscheidender Sieg, Gefecht beenden. Aus einer Niederlage ein entscheidender Sieg mit 190 Verlusten. Aber Manfred von Karstein hat natürlich mit 47.000 Schaden und 524 getöteten Einheiten großen Anteil gehabt. Der Wargulf mit 10.000 Schaden und 124 getöteten Einheiten auch. Die Flederbestie 12.000 Schaden, 133 getötet. Und dafür, dass die Morteschreine so kurz nur dabei sind, mit 5.000 Schaden auch richtig viel geleistet. Also hier eine richtig gute Schlacht gemacht, sodass wir gleich die Zwerge auch wahrscheinlich gut rausnehmen können. Die sollten hier gar kein Mitspracherecht mehr haben, die Zwerge von Beliger Eisenhammer. Die sollten hier gar nichts mehr zu melden haben. Das war doch richtig gut. Hier sogar ein Zitat von Manfred von Karstein. Schaffe ich das noch? Nun denn, dich sollte ich mir für den Schluss aufheben, nicht wahr, Zwerg? Damit du siehst, wie deine Freunde sterben. Und hier haben tatsächlich auch gerade Zwerge gesehen, wie seine Freunde gestorben sind. Schaut euch das an. Was für eine Belagerungsschlacht. Manfred von Karstein ist einfach ein Tier. Er ist einfach eine Maschine. Kann jetzt hier im Wasser des ewigen Lebens ausbauen, damit wir eine Garnison reinstecken können. Ja, könnten wir. Lassen wir aber aufgrund unseres Einkommens. Und der Zwerg hier könnte natürlich Khemri angreifen und auch einnehmen. Aber dann sind wir natürlich wieder ganz schnell da. Dann sind wir natürlich ganz schnell wieder da und holen uns das wieder zurück. Also wir breiten uns wieder aus. Es sieht alles gut aus, denn Wallace ist hier gut unterwegs. Das ist doch alles ideal gelaufen. Es ist alles ideal gelaufen. Wunderbar. Richtig, richtig cool. Wir werden noch eine Runde weitermachen, damit sich das hier auch gemeinsam, dass sich das auch speichern wird hier, was wir hier errungen haben. Denn diese Kriege müssen natürlich auch entsprechend gefeiert werden. Hier ist nochmal eine 20er-Armee, die anlandet und Tlaqua vielleicht bedrohen könnte. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das war wieder eine richtig coole Folge. Eine richtig coole Folge. Karak Zorn wird jetzt vielleicht fallen, Khemri wird vielleicht fallen. Aber für uns kein Problem. Antoch, Bagar, alles wieder unter unserer Knute. Denn Wallace von Karstein hat große Schlachten geschlagen. Manfred von Karstein hat noch viel größere Schlachten geschlagen. Wir holen uns jetzt noch ein bisschen Geld dazu, dadurch, dass Karak Zorn fällt. Alles gut. Und die Einheiten von Krokgar werden gleich auch dort drüben in den Verschleiß kommen, weil wir in Kassabar den Hexenfeuerkessel weiterhin ausgebaut haben. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Der Treibsand, er wird weiterhin treiben und unsere Feinde weiterhin zurückschlagen. Khemri, klar, jetzt unter billiger Eisenhammers Fichte, damit haben wir rechnen müssen, weil er aus dem Nichts auf einmal aufgetaucht ist. Für uns alles egal soweit. Denn wir können jetzt mit Manfred auch dort einschlagen. Und zwar wie eine Bombe. Das können wir. Das haben wir jetzt schon häufig bewiesen. Das war richtig, richtig gut. Sehr, sehr cool. Schön, dass ihr dieses Mal auch wieder mit dabei wart. Und wir haben eine neue... Schaut mal hier. Wir haben eine neue Vampirin dazu bekommen. Können wir sie so gut gebrauchen, ist die Frage. Schattenmagie haben wir natürlich noch nicht. Also man kann sie natürlich mitnehmen für den Fall der Fälle. Das penumbrische Pendel, falls wir nicht zwei Seenwinde gleichzeitig
parat haben. Man könnte sich das schon überlegen, ob wir sie mitnehmen. Das entscheiden wir nächstes Mal. Annika von Senkehof, die könnte hier auf jeden Fall mal schauen, was Oxyote vorhat. Wir haben hier Oxyote an der Westfront. Wir haben ja weiterhin ganz viele Echsen an der Ostfront. Darum kann sich Dan Wallace aber im Alleingang kümmern. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht hier. Das ist bei weitem nicht so schlimm, wie es aussieht. Nur Krokgar ist ein kleines Problem. Wird sich aber hier mit dem Hexenkessel in 2 Runden auch erledigt haben. Und Manfred kann hier gen Norden gehen und Khemri sich holen. Ja, das könnte vielleicht passen. Mhm. Das sind die Pläne für nächstes Mal. Und da ich gesehen habe, dass eine Aufforderung zum Liken euch tatsächlich zu 85% mehr dazu bewegt hat, auch ein Like zu geben, mache ich es jetzt nicht am Anfang, aber zumindest nochmal am Ende. Falls ihr Spaß hattet, diese Folge, dann lasst mir doch gerne nochmal ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass ich das heute noch hochkriege. Falls nicht, werdet ihr morgen einfach 2 Folgen bekommen. Ist das ein Deal? Ich würde sagen ja. Also, bis zum nächsten Mal.